Hallo Leute und herzlich willkommen zum Advent-Special am dritten Advent. Heute ist nämlich schon der dritte Advent. In einer Woche ist der vierte und dann ist auch schon Weihnachten. Das heißt, lange ist es nicht mehr hin, bis ihr eure Geschenke öffnen dürft. Ja, heute ist der 16. Dezember, glaube ich. Ich dachte vorhin, es wäre der 15., aber da habe ich falsch gedacht. Und ich habe heute Morgen ganz vergessen, in mein Türchen zu gucken, als ich aufgestanden bin. Das habe ich dann später nachgeholt. Und dann musste ich aber erst einmal suchen, weil ich die 16 nicht gefunden habe, weil ich die ganze Zeit nach der 15 gesucht habe. Aber in der 16 war hier so ein Niederegger-Marzipan-Ding drin. Ja, richtig toll. Freue mich schon drauf, das gleich zu vernaschen. Und ich habe mir gestern Abend, das wollte ich euch einfach nur mal zeigen, so einen Schoko-Weihnachtsmann gegönnt. Einfach so, weil ich einen haben wollte. Normalerweise, also früher habe ich die immer geschenkt bekommen, diese Weihnachtsmänner, und dann habe ich die nie gegessen, weil dann standen die immer nur so rum und ich habe dann ein bisschen was geknabbert und dann hatte ich aber keine Lust mehr, die zu essen. Und jetzt habe ich mir aber selber einen geholt. Ich stehe voll auf dieses Glöckchen. Ich glaube, ich sollte es gleich mal abmachen, das spiele ich den ganzen Abend mit diesem Glöckchen rum. Ja, ich hatte heute mal wieder ein bisschen einen stressigen Tag, obwohl halt Sonntag ist, ne? Aber es war trotzdem ziemlich stressig, weil ich morgen eine Klausur schreibe und noch ein Referat halten muss morgen. Und ja, da haben wir bis eben noch dran gesessen. Also ich muss das Referat zum Glück nicht alleine halten, sondern mit meiner besten Freundin zusammen. Wir halten das zusammen. Aber ja, es war halt trotzdem stressig momentan mit dem ganzen Referat, Schule, Kram. Aber nur noch eine Woche, dann habe ich endlich Ferien für 2 Wochen, weil ich glaube, das wird nicht wirklich viel Erholung bringen. Weil danach sollte ich schon mal ein bisschen anfangen wegen Abitur lernen, weil ich ja, wie ihr vielleicht wisst, im April nächsten Jahres meine Abiturprüfungen habe. Und ja, da muss ich ja natürlich fit sein für. Und deshalb gehe ich jetzt in mein Bettchen. Nein, ich lege mich jetzt noch ein bisschen auf die Couch, glaube ich, und schaue noch ein bisschen Fernsehen. Und meine Erkältung ist soweit auch wieder weg. Also ich habe nur teilweise nachts dann so Hustenanfälle, wo ich dann einfach aufwache und total husten muss. Aber ansonsten geht's eigentlich mit Tee und so weiter. Also das hat schon ganz gut geholfen. Meine Stimme ist auch wieder da, also da braucht ihr euch jetzt keine Sorgen machen. Es ist im Moment nur leider ein bisschen stressig. Deshalb komme ich selten zum Aufnehmen. Und ja, ich will mir ja auch noch Zeit für meine Freunde und so weiter nehmen. Und Schule steht bei mir im Moment halt ganz vorne auf der Liste. Danach Freunde und dann komm, das ist Plan, ja. Ja, deshalb komme ich momentan leider nicht so zum Aufnehmen. Ich würde ja auch gerne wieder einen Livestream machen. Allerdings macht das mein PC, glaube ich, nicht mit. Der schafft einige Spiele ja nicht mal so wirklich flüssig und dann noch mit dem Stream, das wird ein bisschen schwierig. Da muss ich warten, bis ich dann einen neuen PC habe. Und ihr kriegt das dann aber auf jeden Fall hin. Dann könnt ihr euch auf ein paar Livestreams auch von League of Legends freuen. Momentan streame ich ja League of Legends eigentlich nicht, weil er auf diesen 5 gegen 5 Maps kann ich überhaupt gar nicht spielen beim Stream dann. Und das ist dann auch ärgerlich, wenn man dann immer nur A-Rams machen kann. Ist auf die Dauer auch langweilig. Ja, schaut nochmal in die Infobox rein. Da unten. Und zwar ist da der Link zum Gewinnspiel von den Dota 2 Keys. Es sind, wie gesagt, inzwischen ein paar mehr geworden. Ich weiß gar nicht, ob ich das gesagt habe. Vielleicht habe ich es auch geträumt, dass ich es gesagt habe. Jedenfalls sind es mehr Keys geworden. Es sind nicht mehr nur 8. Das heißt, eure Gewinnchancen steigen dadurch natürlich. Das heißt, macht auf jeden Fall mit. Auch wenn ihr vielleicht nicht unbedingt so talentiert seid, was das Zeichnen angeht. Aber vielleicht habt ihr ja eine kreative Idee, wie ihr irgendwas gestalten könnt zum Thema Weihnachten. Also schaut auf jeden Fall mal in die Beschreibung rein wegen dem Gewinnspiel. So, ich wünsche euch noch einen schönen dritten Advent. Ich entschuldige mich schon mal, dass das Video heute so spät kam. Ich bin, wie gesagt, gerade erst fertig geworden mit diesem Referat und das war einfach wichtiger gerade, weil das echt fertig werden musste. Und ja, deshalb verabschiede ich mich jetzt erst einmal von euch. Und ja, wir sehen uns dann morgen wieder. Bis dann.